Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 2. Ja, wir haben hier den Frank. Frank. Hier, da ist er. Beschützt, gerettet, wiederbelebt, wie auch immer. Und müssen jetzt wieder zurück in die Stadt, glaube ich. Ja, müssen uns eine neue Mission holen. Aber. Oh. Entschuldigung, jetzt musste ich gerade gähnen. Aber wir müssen hier die Dinger machen. Also wir fahren jetzt hier dann da hier so schräg runter und besorgen uns die Unterschlüpfe und so. Die wollen wir ja, zumindest die wollen wir ja alle noch haben, oder? Denke ich. Finde ich, sollten wir tun. Und die Wachposten natürlich auch. Hier irgendwie auf dieses Plateau da. Probieren wir es mal. Mal hier auf die Kante, ne. Auf die Motorhaube kommen wir. Und dann auch hier hoch. Ein Diamant in der Nähe. Okay, es war, glaube ich, auch sinnlos, hier hoch zu klettern. Ja, war es. So, was ist jetzt hier der Blöde? Achso, hier rum noch. Ja. Und dann fahren wir einfach kurz einen kleinen Schlenker nach da unten zu dem anderen Unterschlupf und dann nach oben. Ja, da ist er. Irgendwo da oben. Da müsste ja auch ein Auto wieder stehen. Sollte ja kein Problem sein. Dann machen wir den kleinen Schlenker und fahren dann wieder so nach Norden in die Stadt quasi. Oh, hier. Was ist dann da? Fässer auf der Straße. Aha. Davon müssen wir eh gleich weiterfahren. Scheiße, das ist er. Was machen wir? Sterben, würde ich sagen. Scheiße, das ist er. Was machen wir jetzt? Langsam solltet ihr doch wissen, dass wenn ich komme, ihr sterbt. Oh ja, seht ihr, jetzt haben wir auch den Sprengstoff-Dings hier. Jetzt probieren wir mal noch mal schnell aus, ob Haki aufkreuzt. Und wachen wir auf. Ah ja. Oder? Nähe bleiben, falls irgendwas passiert. Hä? Was ist aus Haki geworden? Kein Problem. Ihre letzten Aufträge scheinen gut gelaufen zu sein. Bill, das ist ziemlich gut für so einen Exzentriker. Ich habe faszinierende Geschichten über ihn gehört. Aha. Alles Gute. Okay. Warum auch immer scheint Haki tot zu sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er nicht mehr da. Jetzt passt die Alte da auf uns auf. Soll uns zwar recht sein, aber es ist trotzdem traurig um Haki. Was ist nur aus ihm, mit ihm passiert? Hier steht tatsächlich einfach Shit auf der Straße. Ach, da darf man nicht reinfahren. Okay. Schauen wir mal. Jetzt müsste hier ja der nächste Checkpoint kommen. Nach der Brücke, genau.
Da war doch noch einer, oder? Wir laufen außerhalb der Brücke. Ja, den haben wir abgefackelt. Oh, guck mal da. Da laden wir doch nochmal schnell, bevor der Karren da hinten anrollt. Der hat wohl wieder abgedreht. Nee, da ist er. Und wir haben einfach wieder alles in Brand gesteckt. Das ist schon ein super Gerät, oder? Aber man sieht schon, es rostet. Ist schon ziemlich verrostet auf einmal. Also es ist auch nicht so die Waffe, die mega lange hält. Guckt euch das an. Alles abgebrannt. Naja. Fahren wir mal weiter. Achso, wir müssen hier... Wir müssen den ja noch ausspionieren. Mit was auch immer hier mal war, da Flammenzeugs, deswegen hat es hier auch so wundervoll gebrannt. So. Dann müssen wir hier rechts runter quasi. Einen allzu großen Abhänger runterstürzen mit dem Auto. Leichter gesagt als getan wahrscheinlich. Oh oh. Oh oh. Hobel zerstört. Aber der Unterschlupf müsste hier irgendwo geradeaus sein. Direkt vor uns. Ah, da steht das Auto. Ah, hier. Zwischen den Felsen durch. Das ist ein guter Unterschlupf. Der scheint mir versteckt zu sein. Aber ist hier der überhaupt? Oder laufe ich hier einfach irgendwo hin? Nee, tatsächlich. Hier ist der Unterschlupf. Echt, wo ist er? Damit habt ihr nicht gerechnet, hä? So. Karte. Die alte ist ja immer noch zur Rettung, oder? Ja. Ja, und dann noch den da oben. Den holen wir uns jetzt auch noch. Dann haben wir den Kartenabschnitt nämlich erledigt. So. Zack. Auto.
Diamant. Aha. Oh. Da hängt, seht ihr das? Ein Paraglider im Baum. Na? Du, nicht funktioniert der Plan, ne? 4 Stück. Kriegen ja dann wieder ein paar, wenn wir wieder Missionen machen. Müssen wir ja dann auch mal. Dann bin ich mir nicht sicher, wie lange es noch wirklich dauert, bis wir durch sind. Dürfte eigentlich nicht mehr so lange sein. Aha. Da ist die Brücke von dem Checkpoint, den wir gerade abgefackelt haben. Das müssten jetzt die Dudes schon fast wieder da sein. Nee, noch nicht. Schön. Da können wir hier weiterfahren. Genau, und fahren dann einmal oben rum. Ja, wunderbar. Hier schöner Bergpass. Schön. Ja, so Straßen bin ich auch schon gefahren. Das ist wirklich. Es ist genau noch viel, viel schöner als hier. Unglaublich schön, unvorstellbar. Aber es war nicht gerade der Checkpoint, oder? Nee. Ich wollte gerade sagen, da hätte ich ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet. Hier nach der Kreuzung noch mal links weiter. So, hier ist er. Das war knapp. Piste, da. Ja, das Scheiße. Das Gerät ist ja putt. Die jetzt noch getroffen. Ja, der Hubel ist schon ganz schön verrostet hier, dieser Granatwerfer. Man sieht's, die Waffen nutzen sich doch dann auch relativ schnell ab, wenn man in einem Feuergefecht ist. Wir fahren jetzt einfach mal hier rum. Gucken mal, wo uns das hinführt. Ah, seht ihr, da haben wir auch noch so einen Wachposten, den wir machen müssen. Oh, ich glaube, es ist der mit dem Mörser. Wo wir, als wir neu hier waren, so oft gestorben sind. Aber es hilft ja nichts. An dem hier würde ich gern vorbeifahren, ohne mich mit denen zu prügeln. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ja, bis jetzt lief es ganz gut. Yeah, der geiler gelber Rennhobel. Ah, shit. Kurve zu weit genommen. Hätten wir enger fahren müssen. Jetzt müssen wir dann eigentlich hier schon fast. Wow. Okay. Weiter geradeaus müssen wir noch. Schnell erledigt. Rennhobel reparieren. Und weiter geht's. Ja, zur Tür. Sieht auch schon ein bisschen verbeult aus. Geht schon nicht mehr ganz zu. Und jetzt nur schnell rein und wieder raus.
gucken, was es für ein Ding ist und abhauen. Können wir eigentlich auch quer über den See fahren. Hier. Ich hab doch gesagt, er kommt. Scheiße. Oh. Heil dich, heil dich. Du schaffst es, du schaffst es. Nein. Verdammt. Wenigstens kam noch kein Mörser. Entschuldigung, der Haki hat uns nie so angemault. Geil! Voll die Action. Boxt die den voll. Noch zwei. Ausrüstung prüfen. Ey, das wird wieder. Den Mörser noch nicht gehört. Zum Glück. Scheiße, gegen wen kämpfen die denn? So, Wachposten ausgespäht. Das ist ja das, was wir wollten. Mike Spa könnten wir auch nochmal. Naja, wenn wir schon mal hier unten sind, fahren wir mal schnell bei Mike Spa vorbei. Oder? Das hier ist Roller, oder? Oh ja, Nahtrolli. Verschwinde jetzt. Hau rein. Schafft die schon? Unsere Tür ist jetzt ganz weg. Die andere macht es auch nicht mehr lange hier. Glaube ich. Unser geiler kleiner Rennhobel. Ich mag ja diese Coupés schon ganz gerne hier in dem Spiel. Die haben Stile irgendwie, finde ich. Nee, da sind auch nur Gegner. Diamant. Munition mehr. Blöd. Oh, jetzt wenigstens 8 Schuss. Und von ihm auch nochmal. Voll frontal mit ihm zusammengekracht. Dann weiter. In unserem geilen Hobel jetzt die Motorhaube noch voll am Arsch. Die muss jetzt fahren. Hier runter, okay. Rechts. Rechts quasi hier irgendwo. Hier.
Ja, wenn das nicht gut eingeparkt ist, würde ich sagen. Das haben wir, das hat auch wunderbar funktioniert. So, wenn mein Auto so parken würde, würde ich auch so parken. So. Hallo. Okay. Was treibst du an diesem beschissenen Ort? Was treibst du denn schon wieder? Hä? Ich habe Neuigkeiten. Ich glaube, du willst ja auch unbedingt raus, Dicker. Da ist ein Typ mit einer Menge Pässe, Hunderte. Man kann viel Geld machen mit Pässen. Jeder will hier nur raus, zu jedem Preis. Aha. Der Typ ist ein Volltrottel, verdient's nicht, so viel Geld zu machen. Aha. Ich brauche einen, der zum Touri-Resort geht, den Koffer findet und ihn zerstört. Machst du das? Ich will ihn fertig machen, genau so. Aha. Komischer Bin Typ. hier, wenn du zurückkommst. Blablabla. Den Aktenkoffer zerstören. Den Aktenkoffer zerstören. Wie soll ich denn das machen? Ich will in die Luft sprengen. Wo ist denn der Touri-Resort? Was? Ernsthaft? Das ist ja ewig weit weg. Ich fand, das war super eingeparkt. Ah, wenn wir doch schon mal hier sind. Ich Fuchs. Ab in die Rüstkammer. Unser Granatwerfer ist doch am Sack. Von dem Touri-Ort kommen wir doch gerade erst, oder? Das ist doch bestimmt das da hinten, da, wo die. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Oder? Dieses Dingens da. Beauty-Uffel. Beauty-Uffel, sage ich da nur. Was nehmen wir denn mit? Wenn wir da hingehen. Aktenkoffer zerstören. Könnte man nehmen. Nehmen wir nochmal so eine Knarre mit, die ist lustig. Dann nehmen wir mal hier das. Granatwerfer hatten wir gerade. Nehmen wir wieder ein Sturmgewehr. Und nehmen von hier. Mörser? Dann Flammenwerfer? Und Flammenwerfer nehmen wir mal wieder mit. Und dann machen wir uns auf den Weg, den Aktenkoffer mit den Pässen zu zerstören. Von mir aus, wenn es sein muss. Obwohl ich finde, dass er das alleine machen könnte. So, hüpf. Zack ins Boot. Und hier im Boot machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Ja, wir machen ein kleines Folgenpäuschen. Ich hole noch schnell Munition. Und dann geht's weiter, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.